Und wir sind wieder zurück mit David. Wir müssen immer noch einen Weg suchen, wie wir aus auf dieses dumme Dach kommen. Ich habe keinen Plan, warte mal. Habe ich gar nicht probiert, das müssten wir mal gucken. So wieder hoch. Ich glaube nicht, dass das hilft. Nothing left in there. Kann ich. Dayroom. Über den Dayroom kommen wir auch nicht. Warte mal. Ich hatte doch irgendwas da gelesen gehabt, oder habe ich es nicht? Heute wieder sehr gesprächig. Was von deinem Leben? Und was bitte? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ey, David, hör auf, dich aufzuhängen. Hier habe ich die. Doch, hier habe ich die Züge. Habe ich die Aufzüge hier getestet? Ja, habe ich. Willst du mich ärgern? So einfach! Okay, ich muss. Flowers are good. Ja, was muss man machen? Flowers ist gut. Ich war, bin ins Büro gegangen und er hat auf seinem Tisch Blumen stehen. Die habe ich natürlich davor nicht getestet. Ich dachte, das wäre irgendwo draußen. Okay, jetzt fehlt nur noch Nurses Knows It. That's close to sky. Also muss ich es aufs Dach. Ja. Nee, ach, jetzt close to sky, das ist was anderes als nur Snow Set. Okay. Also muss ich aufs Dach und noch rausfinden, was die Nurses wissen. Wenn ich wüsste, was die Nurses wüssten. Haha. Das hängt David wieder. Und Maus ist wieder im Bildschirm. Maus, die dürfen sich auch mal bewegen, danke. David, sie auch. David! David. Huhu. Hallo. Er will sich nicht bewegen. Nein. Gerade will er sich überhaupt nicht bewegen. Du bist so ein verdammter Blödmann. So, bitte. Dankeschön. Bah! Es hängt ja im Sofa. So.
Fenster raus. Er hängt da gerade so schön mit dem Kopf im Sofa. So, nurses know that. And get close to sky. Oh, ich komme hier rein. Gut. Das ist ein Tagebuch. Wer ist Steve? Ach. Das sind irgendwelche Medikamente, Sachen, die mir überhaupt nichts sagen. Sachen, die ich nur aus der Chemie kenne. Das kann ich mir natürlich nicht angucken hier. What? Warum kann ich mir das rechts angucken und beim linken sagt er nichts? Won't open. Das hilft nicht. Gut. Gehen wir wieder rauf. Nurses know that. Wo sind wir hier wieder im OP? Bei denen da so rum. Aber was für ein Geruch ich gerade in der Nase habe. Das ist ja ein Fisch. David! Er tut wieder nix. Mach er wieder? Nein. Hey, David! Jetzt! Jetzt gerade hat sie es wieder. Idiot. Gefällt dir der OP so gut, dass du da dich immer wieder festhängst, oder wie kann ich das verstehen? Ach so, warte mal. Wait. Wo konnten wir das denn machen? War es ganz oben? Ja, Fluffy. War es hier? War es noch höher? Nein, das sagst du nichts zu. Okay.
Hilft nicht. Nurses know that. Was wissen die Krankenschwestern, was wir nicht wissen? Können wir das irgendwann mal sagen? Wait. David! Komm, öffnest du die Tür, spinnt David wieder rum. Jetzt immer noch? Mhm. Gut. Ophthalmologie. Was ist das denn? Ophthalmologie. Kann ich gleich, warte, ich lese gleich nochmal. Radiologie, das weiß ich, was das ist. Kraniosurgerie, das weiß ich auch. Psychiatrie! Ich hab doch den Schlüssel. Ah! Oh Gott, da hängt wer. Ja, da hängt wer. Ja. Gut. Ist weg. Das ist das gleiche wie unten. Unten in einem der Zimmer. Da stehen zwei Stühle sich gegenüber. Mhm. Wo wir reinkamen, waren auf beiden so Decken drüber gelegt. Wo wir um die Ecke gingen, waren die Decken weg. Ja. Wie heißt es eben? Ich guck gleich noch. Irgendwas mal. Mit O. Ophthalmologie. Wenn ich nicht falsch bin. Optometrist war da gerade. Ich muss es gleich nochmal nachgucken. Das hätte... Ah, okay. Bookshelves are empty. Wie kann man in einer Psychiatrie die Schränke leer lassen? Das ist eine Kunst für sich. Mhm. Ein Tagebuch wieder. John Smith is dead. He hung himself. I was no help at all, it seems. Ja. Oh. Es jagt mich, egal wo ich hingehe. Ich kann nicht fliehen. Also muss ich sterben. Aber ich habe gemerkt, es grinst. Im Ernst, es steht grinsend hinter mir. So ungefähr. Es hat nur darauf gewartet, dass ich das tue. Oder, das ist, wofür es mich gejagt hat. Aber jetzt werde ich frei sein. Doktor, bitte passen Sie auf. Es könnte sein, passieren, dass es ab nun Ihnen folgen wird. Und es hilft nicht zu rennen. Denn es ist immer hängt einem immer im Rücken. Hi. Goodbye. Sorry. Jetzt konnte ich die letzten beiden Sätze nicht lesen. David! Nein! David! Jetzt hängt er wieder. Rannte aufs Sofa zu und fertig. Einmal Sofas, einmal Fände. Warum immer bei dir? Ist das ein Nemo on the Bullshit? Das stand da nicht, aber das habe ich gelesen. Das ist ein Nemo on the Bulleting Board. Ja. Und ich habe gelesen, das ist ein Nemo on the Bullshit. Ja. Genau. Was? Bad Trash Board. Yes. Bad Trash Board. 2, 3, 4.
bin gerade am Überlegen. Warte. There's a memo in the bullshit. Bad in der Mitte. Trash an der Wand. Board unten. Müssen Räume sein, aber wo? Bad in der Mitte. Trash oben und Board unten. Wir müssen jetzt erstmal beenden. Das heißt, wir versuchen beim nächsten Mal das Rätsel aufzulösen und bye bye, auf Wiedersehen.